Yeah, servus, Kinas! Und zwar ist wieder hier Luches, motherfucking Luches, 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 Luches angekommen. Guck mal, gucken, ob du richtig auf dem Bild drauf bin. Ja, ich bin drauf. Und zwar ist wieder Luches angekommen. Ich muss den Tisch leider da wieder abräumen, sonst geht meine Freundin wieder. Oh mein Gott, der Tisch ist da wieder drin! Guck mal, warum der Film überhaupt läuft. Ja, dann läuft. Alles klar, packen wir mal aus, hier noch singen. Jetzt geht's dann schon wieder, ich bin mal geöffnet. Aber ich hab's noch nicht so reingelegt, wie es wieder ankam. Na guck. Ach du Scheiße. Na gucken wir als erstes mal rein. Und zwar als erstes ist es ein Batman-Auto von der Firma Hot Wheels. Ein schönes Batman-Auto. Batman, die macht im Besteck, es ist Batman. Batman. Ja, kann man machen, muss man aber nee. Dann das Luches-Buch. Luches, Luches, Luches. Luches. So, und ein Darth Vader Star Wars Energy Drink. Dieselben gibt es übrigens bei Kaufland. Ein Star Wars Energy Drink. Mit dem Kunden, der irgendwie so redet, ich nichts stehen, Stanislav? Ach nee, so was anderes. Können wir mal kotzen? Bei Kosten, ne? Oh. Schmeckt aber echt geil, schön fruchtig. So, nächste. Is the Inner World Special Edition. Wahrscheinlich ist das schon ein Spiel, da muss ich den Code zu halten. Und zwar The Inner World Special Edition. Mit. Also ist ein Spiel über Steam. Ich selber spiele es nicht, ich hasse Steam-Spiele, also nicht Steam-Spiele, aber ich bin kein Steam-Fan. Ich will mich dort nicht anmelden, bin ich zu faul und zu blöd dazu. Also nicht zu blöd, aber zu faul. So, dann gucken wir mal als nächstes rein. Und zwar ein Halo-T-Shirt, mit eigentlich voll packen. Der Master Chief. Der Master Chief, er ist ganz schief. Das ist aber groß, hä? Argument to kill. Hm? Verstehst du? Verstehst du? Ein schönes T-Shirt. So, ein Captain American von wahrscheinlich Marvel, sag ich ja, Marvel Comics. Captain American Edel Aluminiumdose. Ja, ist was Schickes. Ja, ja. Logo Shirt Textil GmbH. Marvel Captain America Shield Tinbox. Tinbox. Ja, ist auch was Schickes. Gucken wir weiter. Ein Star Wars Comic passend zur Star Wars Serie, die jetzt kommt. Star Wars. Star Wars. Aus dem Mai 2015, Heft 122. Die Rebellenbraut, die habe ich hier in der Wohnung manchmal. Okay, ja, bin halt kein Star Wars Fan. Oh mein Gott, der Star Wars Film kommt jetzt, du bist kein Fan? Nein, ich hasse Star Wars, ich bin absolut kein Star Wars Freak irgendwie. Das habe ich aber schon mal gesagt. Imperial Akademie. So, und dann denke ich mir 100 Pro, das wird auch Star Wars sein hier, ein T-Shirt, ein schwarzes. Welches ich wahrscheinlich nicht anziehen werde, noch nicht auspacken werde, das werde ich wahrscheinlich verschenken. An jemanden aus der Familie. Oder einen Freund oder sowas, weil ich bin absolut kein Star Wars Fan. Mag ich halt nicht so, ich mag kein Star Wars. Aber wie gesagt, das Buch war drin. The Batman Car, das werde ich bei irgendjemandem schenken. Eigentlich alles geil finde ich diesen Monat, eigentlich alles. Sinnlos, außer das Halo T-Shirt diesen Monat, bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber was soll man sagen, das ist halt Star Wars. Star Wars kommt, ist halt diesen Monat in gewesen, durch diesen Film, der jetzt kommt. Tja, und der Energy, was haben wir Pfand? Also 25 Cent gespart. Kann man trinken, dann gucken wir mal die aktuellen Luches Friday. Nee, gucken wir mal rein hier ins Heft bei Mutti. Motherfuckers, Damals T-Shirt sah ich ja von Star Wars. Die Marvel-Box. Das Auto und hier ist das Comic unten drunter. Hier so. Oh ja, Preise. Preise sind heiße. Die Dose für 3 Euro. Oh Gott, hab ich aufgestoßen. Die Dose für 3 Euro. Ey, aber bei Kaufmann kriege ich die ja schon für 2 Euro noch was. Mit Pfand ist immer noch 2 Euro noch was. Ich weiß nicht, wie die auf 2,99 kommen. Na gut, sind auch 2 Euro noch was, aber naja. Und das Spiel 20 Euro. 20 Euro.
Also wie gesagt, ich habe kein Interesse an seinen Richtern im Spiel. Gucken wir, ich werde es auch wahrscheinlich im Internet reinstellen irgendwo. Oder so. Vielleicht werde ich ab Januar dann auch Verlosungen machen, wo er den ganzen Schmarrn gewinnen könnte, den ich nicht brauche. Wo ich das dann alles verscherbeln werde an euch da draußen. Wie gesagt, das Halo-T-Shirt ist halt echt geil. Ansonsten, weil ich Halo sehr auch gespielt habe früher. Mittlerweile habe ich ja keine Xbox mehr, aber ansonsten der Rest ist so, naja. Lala ist halt für Leute, die sich damit auseinandersetzen mit Star Wars. Jawohl, verstehst du? So, von meiner Seite aus war es das dann erstmal. Es war ein sehr schnelles und kurzes Unboxing. Ich hoffe, es hat trotzdem euch gefallen. Und diesmal sogar mit besserer Qualität, da ich einen Stiel an der Kamera dran habe. Ein Stiel! Ja, nicht an der Kamera. Wisst ihr, was mal geil wäre? Wenn Loot-Chest mir so ein Paket hier schicken würde. Alles voller Minions. Mann. Das wäre was Geiles. Alles klar, ich sag dann auf jeden Fall auf Wiedersehen. Haut rein. Gute Werte, ihr habt ins Betty, Motherfuckers in the Struggle. Oder hier, solche Emojis. Sind auch mal schön. Alles klar, haut rein. Creeds and Beats Long Term Mixer. Nicht nur DJ, sondern auch ein kleiner Nerd. Stimmt's, Mickey? Genau, sie stimmt mir zu. Alles klar, haut rein, bleibt fresh und ich denke mal, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Diese Woche kommt mein letzter Mix. Ansonsten kommen noch 2-3 kleine Fun-Videos. Nehmt mir es nicht übel, wenn ein paar Fun-Videos ein bisschen auf den Musikkanal kommen. Muss auch mal sein, schließlich bin ich auch YouTube. Deswegen, ihr müsst es dann ja angucken, wenn dann lasst es in Ruhe, aber hatet nie oder so, weil das ist Kinderkacke. Alles klar, haut rein. What the fuck?